Juhu, klasse Partner! Und damit, hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Yooka-Laylee. Ich habe jetzt hier im Second Try, habe ich sogar schon drei Wege auslassen können, weil ich da schon 150 hatte. Das war so ziemlich das leichteste Loren-Level aller Zeiten in diesem Spiel. Deswegen, ja. Diese extravagante Szenerie war völlig unnötig. Ich will gar nicht wissen, wie viel Speicher die darauf verbraten haben. Bla bla bla. Jetzt gib einfach her. Ich habe wieder vorbei. Schön, mit jemandem zu reden. Kommt irgendwie jemand zu besuchen? Der nächste Pagey in unserem Besitz. Alles klar. Also, an diesem Part schauen wir uns jetzt aber auf jeden Fall dieses große Ding hier an, was denn sich da drin so befindet. Und danach erkunden wir etwas weiter den neuen Bereich, den wir durch die Erweiterung der Welt bekommen haben. War ich da schon mal? Ja, ne? Jetzt werden nicht so viele Federn. Das gucken wir uns gleich an. Erstmal, wie gesagt, gehen wir jetzt da drüben rein. Das hatte ich jetzt schon gesagt, mehrfach. Deswegen machen wir das jetzt auch. Hier, hier und einmal, zweimal. Ich würde gerne Energie dazu bekommen. Ich wollte eigentlich Leben dazu bekommen, aber gut. Der Endboss? Was denn? Wer stört mich denn da beim Trinken? Obwohl diese Bereiche war schon zugänglich, bevor wir die Welt einfach dann haben. Also eigentlich kann das nicht der Endboss sein. Hey, beacht uns gar nicht. Wir wollten nur den Pagey holen. Wir sind gleich wieder weg. Momentchen, wollt ihr sagen, ihr habt gerade den Anfang meiner Soaps verpasst? Ich hab gerade den Anfang meiner Soaps verpasst, weil ihr zwei meinen Lieblings-Kannenwärmer klauen wollt? Hey, ist doch nichts passiert. Schau dich einfach später die Wiederholung an. Und vorher werde ich in den sozialen Medien gespoilert? Boah, jetzt reicht's, Kleiner. Ich muss dich wohl zerquetschen, was? Scheinbar doch Endboss. Tentakel Trevor, wütende Krake. Der Endboss ist also schon zugänglich, bevor man die Welt erweitert hat. Und es ist endlich mal ein komplett anderes Prinzip als die Blöcke. Also die Blöcke waren jetzt auch vom Kampf her unterschiedlich, aber ich habe mich jetzt schon geärgert, dass sowohl in Welt 1 als auch in Welt 2 der Endboss jeweils ein Block ist. Oh, jetzt können wir zuschlagen. So, das kleine Auge brauchte einen Schlag, das mittlere Auge brauchte zwei Schläge, das große Auge brauchte drei Schläge. So, ich habe das Prinzip dieses Kampfes verstanden. Zumindest der ersten Phase. Oh, wenn ich euch zerquetscht habe, rühre ich mit euren Überresten meine Drinks um. Okay, ich habe jetzt hier ein kleines Problem. Vielleicht ist der Boden jetzt flüssig ist, ist es nicht mehr ganz so einfach, ihm vernünftig auszuweichen. Was? Wir sind jetzt schon tot? Okay, der hat mehr Damage gemacht, als ich erwartet habe. Okay. Das könnte anstrengender werden, als ich dachte. Warum wird man jedes Mal wieder rausgeworfen? Hätte man nicht einfach sagen können, erneut. Obwohl, es gibt ja zum Glück keinen Ladescreen hier drin, deswegen ist das okay. Ja, ja, der Dark Trevor wütende Krake erneut. So, wir dürfen das ja schon von vornherein uns keine unnötigen Fehler leisten. Jetzt müssten wir dem hier zweimal ausweichen. Und dann konnten wir aufs Auge schlagen. Und zwar dreimal und dann wechselt es mit Schaden. Einmal, zweimal,
Dreimal und dann weg hier. Okay. Das ist doch einfach schneller als wir. Das macht 2 Schaden. Jawohl. 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 Einmal. Zweimal. Und du musst 3-mal getroffen werden. So, jetzt den Kram ausweichen. Ach du Scheiße. So schnell kann ich halt hier aus dem Wasser nicht springen. Oder Schlamm oder was auch immer das sein soll. So, jetzt da drüben. Einmal, zweimal, dreimal. Ah, so kann man den ausweichen. So sind wir nämlich schneller als er. Okay, gut. Falls wir jetzt sterben sollten, weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Bist du wohl? Nein, es hat nicht gereicht. Boah, das war knapp. Boah, das war auch knapp. Okay, das hat gereicht. Nein, 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 ich will nicht, dass ich herkomme. Niemand will, dass wir herkommen. Oh Gott. Jetzt dem Ding da hinten ausweichen und gleichzeitig hiervon nicht getroffen werden? Scheiße! Das waren 2-mal, reicht es? Er kommt. War das Phase 3? Einmal, zweimal, dreimal! Vermaledeit! Ihr habt mir so richtig eine verpasst. Ich hab den Auge ausgeschlagen. Bei so vielen Augen hätte man meinen sollen, dass du es kommen siehst. Dann nehmt doch den Kannenwerfer. Dann gibt's Ärger, wenn meine Alte nach Hause kommt. Oder das gibt Ärger. Egal. Puh, Endboss besiegt. Fiesling aus der Tiefe. Dann schauen wir uns aber auch so gleich mal das neue Gebiet hier hinten an. Und was es hier so Feines gibt. Was seid ihr für Dinger? Okay, der ist wieder Shady. Ja, und ich habe das Gefühl, dass wir hier so ein Minispiel machen müssen. Weil es ist hier wirklich so eine Art Parcours gerade. Es hat bestimmt was mit diesen Dingern hier zu tun. Wahrscheinlich verlieren wir Leben, wenn wir da hinten in die Stacheldinger kommen. Deswegen können wir uns hier ein bisschen Leben dazu bekommen. Oder dazu holen. Ja, sammeln wir erstmal den Kram hier ein. Bevor ich mit dem Schildtypen rede, erstmal die Federn mitnehmen. Da ist schon wieder sie. Die Skelettin. Und was willst du? So viel zu tun! Wenn Exe Pagey wollen, es müssen Ende von Kurs erreichen, bevor Zeit ablaufen.
Außerdem Exe nicht abschalten, während Speichersymbol auf dem Bildschirm angezeigt. Ansonsten definitiv nicht bekommen, Pagey. Also, was sagen? Ja? Nicht vergessen, Exe nicht verpassen, Reifen, sonst kein Pagey. Okay, wo ist der nächste? Nein, ich muss hier weiter. Scheiße. Kann man doch blind nicht wissen. Lass das Feuer! Okay, das war's. Ich würde gerne wiederkommen. Aber die Mechanik hier mit dem Wasser ist nicht so sinnvoll gelöst, finde ich. Wenn man da einmal reinfällt, kann man hier noch eine Dreiviertelstunde lang rumkrabbeln, bis man dann endlich stirbt und dann wieder am Ende Anfang des Levels rausgeschmissen wird. Weil man kann es gar nicht schaffen bis zum rettenden Ufer. Okay, aber es war jetzt kein so beschissener Versuch, glaube ich. Und zum Glück sind wir hier beim Endboss rein und rausgegangen. Dementsprechend starten wir direkt hier wieder. Okay, da es da hinten noch ordentlich weiter zu gehen scheint, sprechen wir dann jetzt doch erstmal mit Monsieur Shade hier. Oh, gut, die Gärtner sind da. Eigentlich sind wir gar nicht... schaut euch nur meinen Garten an. In diesem Dreck werden meine Pilze nie wachsen. Aber wir... Ich mache euch einen Vorschlag. Wenn ihr meinen Pilze wieder zum Wachsen bringt, sorge ich dafür, dass ihr nicht befeuert werdet. Nehmt einfach die Samen des Baumes dort und steckt sie in die Schlammlöcher. Aber... Dann mal ran an den Speck. Pflanzt die Samen des Baumes da ein. Ja. Komm hier, die pflanzen wir ein paar Samen ein. Weil wir pflanzen Samen von... Wieso? Wie geht das auf Zeit? Oh, scheiße. Jetzt weiß ich, wie es laufen soll. Komm her. Puh, es hat zum Glück nur diese beiden hier betroffen. Wieso kommen Pilze aus Samen von Bäumen? Ist ja auch egal. Kann ich den nicht einfach so vom Baum holen oder muss ich jetzt mal wieder mit dir reden? Kommt schon, da brauchen doch mehr Beete ihre Nährstoffe. Wenn nicht bei Pilze wachsen, wird Wally den Verstand verlieren. Ja, ich weiß, der da oben, aber wie kriege ich den da runter? Gegen die anderen muss ich doch einfach gegenspringen, oder nicht? Hä? Okay, immerhin klappt das jetzt. Kurz hier durch. Scheiße. Hey. Hey. Oh. Ja, das war irgendwie was geschenkt, ne? War's das jetzt? Ihr habt das mit meinem Garten ja so einigermaßen hinbekommen. Jetzt verzeiht, zieht euch und geht arbeiten. Hey, der nächste Pagey. Würde mich jetzt interessieren, wie viel wir in dieser Welt jetzt schon haben. Every
Tower, Stammblock, Tropen, fehlen uns nach wie vor 8. Friergletscher fehlen uns auch nach wie vor 8. Trauerlabyrinth fehlen uns noch 10. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, werden uns da am Ende auch 8 fehlen. Aber wir werden diesmal auf jeden Fall alle Geister zusammenbekommen. Den letzten Geist, der uns noch fehlt, den haben wir im Preview schon gesehen. Von der Welterweiterung. Der stand irgendwo relativ weit oben, auffällig da hinten, glaube ich sogar. Auf dem Turm drauf. Den zu übersehen wird, glaube ich, schwierig. Ah, da ist die Abkürzung, die zweite. Okay, aber die zweite Verbindung zum Start wiederhergestellt. Führt in den neuen Bereich. Da oben hat wieder etwas Augen, das heißt, das ist wieder etwas, mit dem man sprechen kann. Erstmal du. Hallo da, gut gemacht, deine Welt überlebst zu haben, ohne gefangen und gekocht zu werden. Hallo, ich hatte hier draußen nicht mit anderen Abenteuern gerechnet. Ihr könnt mir sogar helfen, an mein nächstes Artefakt zu kommen. Eine Schatzsuche? Du siehst mir gar nicht so aus, als wärst du mit ganzem Herzen bei der Sache. In der Höhle, da ist ein wertvoller Edelstein versteckt, allerdings liegt er hinter dickem Glas. Der bescheidene Forscher wie ich kann es nicht zerstören. Könnt ihr mir den Edelstein bitte bringen? Als Gegenleistung besorge ich euch einen dieser goldenen Seiten, die aktuell so angesagt sind. Okay, nun müde Knochen, wir besorgen dir deinen Edelstein. Oh, wunderbar, bringt den Schatz bitte direkt zu mir, sobald ihr ihn habt. Jo. Hinter Glas. Wir haben ja schon mal versucht, Glas zu zerstören mit unserer neuen Fähigkeit. Hat nicht funktioniert. Mittlerweile sollte das funktionieren. Was ist das hier? Ja. Wir haben schon mal so einen Block gesehen. Und ich dachte, das wäre Eis und wir bräuchten Feuer, aber scheinbar ist das Glas. Hey. Okay, wir haben gerade einen Rubin eingesammelt, scheinbar. Ich habe nichts gesehen. Das war irgendwie einfacher als erwartet. Einfach nur rein, ein paar Mal und so. Also gut, man braucht dafür halt die Fähigkeit, aber man kauft einfach die Fähigkeit, nutzt die 5-mal und hat einen. Kriegt dafür einen Pagey? Okay. Von mir aus. Bitte sehr. Wir haben den Edelstein. Meine Güte, gerade hat sich aufgegeben und mir das nächste Kumpelduo suchen wollte. Wir haben da oben auch andere Sammelgegenstände gefunden. Quasi als Bonus. Bitte nehmt dieses goldene Geschenk als Zeichen meiner Wertschätzung. Ein paar Sumpfkreaturen haben es als Serviette missbraucht. Ich brauche erstmal eine Pause. Das ist alles so aufregend. Bis später. Verstehst du immer noch, aber okay. Vielen Dank. So, da sind wir wieder. Auf ein neues. Das ist übrigens auch ein Rohr, was ich noch wissen will, was dahinter sein könnte. Bla 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 bla. Diesmal will ich nicht verkacken, also los. Wie, das war noch nicht alles? Okay, das war knapp. Ja, hast geschafft. So, was hat hier rumgepfiffen? Das muss.
Die einzigen Viecher, die ich kenne, diese Pfeifen, sind doch... Dingensbummens. Sind doch Geister, oder nicht? Aber der ist doch ganz klar da hinten. Oder nicht? Mittlerweile fällt mir nichts mehr. Vielleicht waren das auch einfach nur die Zeit, die ausging. Ich weiß es nicht. Irgendwer gibt es hier auch noch einen Weg. Warum wir jetzt den hätten gehen sollen, stattdessen weiß ich nicht, weil das Rohr hätte uns wahrscheinlich auch einfach nur hier unten wieder rausgebracht. Aber gut, mir egal. Gehen wir mal hier schauen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ach, das war doch alles nur ein neues Gebiet. Okay. So. So. Dann dahin. Und die neue Fähigkeit holen. Damit können wir ja auf Feuer stehen. Und wenn wir jetzt schnell genug sind, können wir den hier aktivieren. Und uns das Pagey holen. Also hätten wir das auch. Gut. Jetzt bleibt eigentlich nur der Viehfraß da in der Mitte, der Weg dahin und dieser komische Kram hier. Und dann haben wir das neue Gebiet auch schon wieder erkundet. Fertig. Okay, auf ein neues. Dann kann ich beim nächsten Mal vernünftig und schnell rüber. Ich hab's irgendwie trotzdem rüber geschafft. Na gut. So, wo führst du hin, Rohr? Ich hab was glitzern. Oh nein. Hilfe, Captain B hat mich hinter diesem grauenhaften Plattformkurs gesteckt. Ihr müsst schnell sein, wenn ihr dieses Zeitschloss öffnen wollt. Oh Gott, ich hasse diese Zeitdrucksachen immer. Warum gibt es hier so viele? Oh, nö. Hat das gezählt? Hat gezählt scheinbar. Ich weiß, dass wir hier eigentlich komplett durchrollen sollen. Aber wenn ich hier komplett durchrollen würde... Scheiße. Ich hätte das Problem, dass ich die Feder nicht kriege. Aber selbst wenn ich versuche, komplett durchzurollen, wird es saueng. Ja, ich weiß. Okay, schnell einsammeln und weiter. Okay, das war mehr als nur einfach. Mein Gott, hatte man da viel Zeit. Dann kann man hier doch relativ locker die ganzen Federn einsammeln. Ich glaube, ich knapp über die Hälfte der Zeit gebraucht. Gut, egal. Schafft es geschafft.
Deshalb lässt es sich diesen einen Gegentreffer hier mal geben und dafür komme ich hier schneller rüber. Wir wollen sich hier direkt wieder heilen. Okay, da sind zwei Federn. Ich kann mir vorstellen, dass unter Wasser noch was ist und hier gibt es noch einige. Erstmal die hier. So, ich höre dich wieder pfeifen, mein Freund. Ich habe leider nichts zum Futtern. Wo kriege ich das her? Also ich weiß, dass wir die blauen Dinger immer mit diesen Dingern hier sichtbar machen müssen. Die grünen müssen wir einfach nur fangen. Die roten müssen wir ein paar Schläge geben. Die gelben muss man einfach nur finden. Und die lilanen muss man immer füttern mit irgendwas. Ah, sieh mal einer an, was wir hier gefunden haben. Okay, da können wir rein. Schaltermulde. Vier Schalter. Sehr schnell aktivieren, wie es aussieht. Okay. Dasselbe also nochmal. Scheiße. Geht drauf! Gut. War's das schon? Eigentlich müsste es ja immer drei geben. Ist ja immerhin noch ein Videospiel. Aufgabe Nummer 3. Nein! Nein! Wie kann ich denn da dreimal dran vorbeispringen? Ich bekomme hier gerade meine Super Mario 3D World-Probleme, dass ich nicht weiß, wo ich mich im Raum befinde. Oh, jetzt bin ich genau im falschen Moment los. Und wieder genau im falschen Moment los. Das sieht schon besser aus jetzt. Es war genau falsch. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt komm schon. Yes! Thank you.
Letzte. Warum jetzt? Warum jetzt? Ich war gerade so gut. Na also. Und da haben wir dich, Paige. Und raus hier. Okay, was gibt's hier unten noch? Hier unten muss es doch noch irgendwas geben. Ich muss doch irgendwoher diese komische Pflanze haben, mit der ich das Viech da oben fütter. Irgendwo muss ich es doch füttern. Da. Okay. Da muss man einfach nur sehr schnell hoch, vermutlich. Weil ewig hält es ja auch nicht. Okay, nochmal. Willst du mich verarschen? Das hat eben beim First Try geschafft, geklappt. Und jetzt krieg ich es nicht mehr hin? Und damit haben wir alle. Und ich glaube, wir haben eben tatsächlich einen Pagey dazu bekommen. Ist nur nicht so wie bei den Jinjos, dass die einen Pagey einfach droppen. Also, dass man den nochmal extra einsammeln muss. Sondern, dass man den einfach direkt der Sammlung dazu bekommt. Weil sonst, warum sollte sonst eben die Pagey-Seitenanzahl da oben angezeigt werden sein sollen? Wenn wir jetzt keinen Pagey bekommen hätten. Passt also alles. Man kriegt dafür also doch einen Pagey. Gut. Frage ist, was können wir jetzt noch tun? Ivory Tower, Stammlocktopen, Glänzer von Snatcher, Trauerlabyrinth. Uns fehlen nur noch 4 Pages. Uns fehlt noch die Energiezelle und uns fehlen noch 9 Federn. So, wo wir nicht weiterkommen, ist der Teil, wo die Glasscheibe ist. Da kommen wir nicht weiter. Das ist schon mal ein Pagey. Also bei der Verwandlung. Der zweite Pagey wird was damit zu tun haben an der Stelle, wo wir den ersten Glasblock übersehen haben, weil ich dachte, das wäre ein Eisblock. Da werde ich jetzt auch kurz hingehen. Die Frage ist, wo sind die letzten zwei? Da hinten ist der Eisblock. Das bin ich komplett falsch. Ich weiß, der Part ist jetzt vorbei, aber da wir jetzt mit der Welt eh abgeschlossen haben und im nächsten Part höchstwahrscheinlich dann uns auf den Weg machen werden zur Welt 4 und alles andere dann hier mal nachholen müssen irgendwann, kann ich da noch mal kurz hingehen. Also hier war nur dieser Gärtnereibetrieb. Seite ist doch irgendwas. Will ich mir nochmal kurz anschauen. Da ist nichts. Vielleicht wirklich nur der Pilz hier. Haben wir das Feuer, was wir benötigen. Und schon haben wir das Pagey.
war, wenn man weiß, wie es geht, auch geschenkt. Aber weiter weiß ich jetzt echt nicht mehr, wo wir jetzt was übersehen haben können. Also ich probiere es jetzt noch einmal ganz kurz da. Okay, wir kriegen noch eine zweite Belohnung, hat er ja gesagt, wenn wir das Spiel gewinnen. Also wir seinen Highscore da schnagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dafür dann... entweder... das Energiestück oder noch ein Pagey bekommt. Noch ein zweites. Und dann gibt es hier drin noch ein Pagey und vielleicht die restlichen Federn. Aber dann fehlt uns immer noch eins. Und die Energie. Also entweder fehlt uns ein Pagey und die Energiezellenkram. Oder uns fehlen zwei Pageys. Diese Fähigkeit, die Glas zerstören kann. Und da vorne haben wir ein kaputtes Glas. Habe ich das denn schon mal ausprobiert? Müsste ich doch eigentlich, oder? Ich krieg die einfach nicht platt. Ich weiß nicht, wie man da reinkommen soll. Irgendwie muss man diese Glasscheibe zerstören. Wir haben eine Fähigkeit, die Glas zerstört, aber aus irgendeinem Grund können wir dieses Glas damit nicht zerstören. Ja, im nächsten Part werden wir uns dann also auf den Weg machen zu Welt 4, weil wir in Welt 3 irgendwie momentan nicht weiterkommen. Oder auch eine kleine Stelle irgendwo übersehen haben, wo es nochmal 9 Federn gibt. Deswegen sage ich euch einfach mal hier viel Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.